ist Manuel Ress, ich bin der sogenannte Bärenwirt in Hermagor und ich koche für mein Leben gern. Ich koche mit meinem Team gemeinsam großteils diese Produkte, was wir von unseren Produzenten, von Nachbarn oder so irgendwo finden aus der Gegend angetragen bekommen. Es ist immens wichtig, man tut sich gegenseitig ein bisschen helfen, man findet neue Sachen heraus, man befruchtet sich gegenseitig. Das Miteinander ist, wird immer mehr bei uns. Derlei gibt es sehr viele. Ja. Wir haben super Fleischproduzenten, Lamm, Angusrind, das Schwein von der Gegend, Kaninchen, Wachteln. Es gibt relativ alles vom Biohändel. Es gibt super Fische aus der Gegend, die was gezüchtet werden. Gemüseprodukte gibt es auch, ist ein Wahnsinn. Ja. Wir haben auch verschiedene Gästeschichten. Ja. Die anderen, die was gezielt zu uns herkommen und schon relativ genau wissen, was sie erwartet. Und da gibt es auch einen relativ großen Anteil von Touristen, die was so hereinschneiden und die was nicht wissen, dass es bei uns nicht nur keine Pizza gibt oder keinen Grillteller, sondern einfach andere Sachen, wo das Produkt im Vordergrund steht, die dann aber großteils sehr überrascht sind und sehr gern dann wiederkommen. Wenn es ein super Würstelbude ist, auch gerne, aber eher noch ein Sterne-Restaurant oder wenn es zu wenig war vielleicht. Wahrscheinlich die Rippal aus dem Gailtal, ja, so wie wir sie kochen, super zart und saftig und da kann man nie genug davon kriegen, das ist komischerweise so, ja. Eine super geile Zeitschrift.